Trennt euch bitte. Happy Birthday, lieber Podcast. Happy Birthday to you. Ich wollte es eigentlich noch so ein bisschen erotischer sagen, wie Marilyn damals. Manson damals. Der Podcast hat im Juli Geburtstag. Ja, aber er hat seine 90. Folge gehabt. Ist ja auch irgendwie eine Art Geburtstag. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, und deswegen weiß ich übrigens auch... Die 91. Folge. Ja, Folge 91. So kurz nach runden Zahlen komme ich gut zurecht. Aber der Geburtstag ist nicht weit weg. Und nachträglich kann man auch immer noch ein schönes Geburtstagslied anstimmen. Ist ja generell nicht das Schlimmste, oder? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Das ist Folge 91. Die 90, das ist ja kein Geburtstag. Wir feiern jede Woche Geburtstag. Ich feiere jede 10 Wochen Geburtstag. Ich feiere jeden Tag nicht Geburtstag. Ja, siehste. Wir feiern heute aber ja nicht nur die 91. Folge unseres Podcasts, auch wenn du, Miesepriem, sofort wieder sagst, da ist nichts zu feiern. Wir feiern generell einfach ein bisschen vor uns hin heute. Oder? Habe ich Lust? Ich wollte eigentlich, ich habe es dir schon mal erzählt, jetzt kann ich es mal ausführlicher machen. Ich wollte eigentlich einen Helium-Luftballon. Ich wollte mit einem Helium-Luftballon starten. Ich wollte so eine piepsige Mickey-Maus-Stimme haben. So ein bisschen verrückt wollte ich starten, dass die Leute überhaupt erstmal denken, hä? Was ist jetzt los? Was haben sie jetzt vor? Aber ich habe da nach kurzer Recherche bemerkt, Helium-Luftballons sind lebensgefährlich. Nur mal als Beispiel. Dann platzt man dann von innen einfach. Absolut. Eine Überschrift im Internet, relativ weit oben, ja, unter den Suchergebnissen, lautete: gefährliche Mickey-Maus-Stimme. Und da dachte ich mir, okay, Podcast ist ja gut und schön, ich will ja auch unterhalten, aber nicht um jeden Preis. Da vertraust du wirklich den Leuten im Internet? Ich vertraue MediDoc24, der scheint mir wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet zu sein. Und als Kind, das wollte ich jetzt vielleicht nochmal hinten dran hängen, dachte ich, dass alle Mickey-Maus-Synchronisatoren diese Helium-Luftballons verwenden. Das wäre dann wirklich ungesund. Also absolut. Auf die lange Zeit. Weil das hält ja nur ein paar Sekunden, die Stimme. Ein paar Sekunden. Ja. So 10, 20. Also, egal. Whatever, sag mal. Stell dir vor, das bleibt dann. Das wäre so ein One-Way-Ticket. Das vielleicht ist das die Gefahr, von der die reden da. Das kann doch sein. Ja. Das bleibt. Aber auch nicht so schlecht. Man hat immer was zu erzählen. Hat man immer was zu erzählen? Wie man da drauf gekommen ist. Ja, aber die meisten Leute sind ja dann abgeschreckt von deiner Stimme. Als Gag ist die gut, aber wenn du die dein Leben lang hast, ich sag mal, wenn du, sagen wir mal, in einem Telefon-Großraumbüro arbeitest, wo du viel telefonieren musst. Wie die meisten von uns. Ja, schon, hallo, ich bin Linke, Mickey Mouse. Aber andersrum auch einfacher, die abzuwimmeln, wenn die dich anrufen. Einerseits, andererseits. Da willst du ja auch was verkaufen. Vermisst du eigentlich was? Nee, ich vermisse gar nichts. Aber ich, den Opener, meinen USP. Na, habt ihr euch schon getrennt von den guten Vorsätzen zum neuen Lebensjahr? Macht man sich da gute Vorsätze vor dem neuen Lebensjahr? Nimm jedes neue Lebensjahr als bestes deines Lebens wahr, als neuestes deines Lebens wahr, ist auch gut. Heute soll es um Geburtstage gehen. Halt mal die Klappe. Ein wunderbares Thema. Na, was hast du denn beizutragen zu den Geburtstagen? Ich glaube immer noch nicht, dass ich reden darf, um ehrlich zu sein. Ich unterbreche dich auch gleich, aber hast du was beizutragen zu den Geburtstagen? Ja. Sag mal an. Also bevor Geburtstage ja losgehen, wichtig ist ja eine Planungssache. Also wenn du jetzt schon vom Feiern gesprochen hast, Feiern ist ja Planung im Prinzip. Feiern ist Planung, aber Geburtstag an sich ist keine Planung. Den hat man. Meistens planlos, während und danach. Ja, selbst wenn man es einigermaßen plant, familiär. Also kennst du Familien, wo viele an einem gleichen Tag Geburtstag haben? Das Geburtstagsparadoxon. Von 23 Leuten im Raum haben zu 50% zwei am selben Tag Geburtstag. Das ist schön. Aber das ist ja keine Familie, nur weil die in dem Raum sind, doch, oder? Sind wir eine Familie, wenn es Zwillinge David? Sind die eine Familie. Ja, wenn Zwillinge sind, haben die auch meist Familie. Am gleichen Tag Geburtstag. Nicht zwingend. Das kann sich ja ziehen. Ja, sowas kann sich ziehen, das stimmt. Das wäre schön. Dann unterscheidet man die Zwillinge anhand ihrer Geburtstage. Passiert aber auch sehr selten. Ärger.
Das ist das Zwillingsparadoxon. Aber ich finde, Partyplanung ist so ein bisschen wie Pokerspielen. Aber jetzt sind wir wieder bei Party. Ich wollte noch mal fragen, einen Schritt vorher. Kennst du Familien, wo Leute Geburtstag haben? Ja, und zwar um den gleichen Tag herum, weil man das so plant. Weil man gemeinsam in die Kiste geht, an den Tagen, wo man selber Geburtstag hat. Ja, oder wo das halt schon mal gut geklappt hat. Und 3 Monate später. Wo das schon mal gut geklappt hat, so, ja. Dass es so ein gutes Omen ist. Ja, ja, tatsächlich kenne ich Familien, wo so wirklich die ganze Rasselbande hat so an derselben Woche sogar so fast. Ja, ich kenne eine Familie, da haben 3 Leute an 2 Tagen Geburtstag. Das heißt, man feiert gleichzeitig 2 Geburtstage. Hat man jahrelang gefeiert, bis das Kind dann aus dem Haus war. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch völlig übertrieben. Schlecht. Naja, aber ist das dann noch Geburtstag? Geburtstag ist doch die Ego-Show schlechthin. Da brauche ich doch niemanden, der mir links und rechts die Show stiehlt. Das ist doch gerade gut. Also für Leute, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Leute mit irgendwie Minderwertigkeitskomplexen. Da ist doch gerade gut, dass du sagst, ach hier, lass doch die jetzt mal schön feiern. Ja, aber dann unterstützt du ja die Minderwertigkeitskomplexe, anstatt sie aufzubrechen. Mit einer Ego-Show. Ich glaube, da freuen die sich. Leute mit Minderwertigkeitskomplexen freuen sich richtig, wenn sie ins Lampenlicht gedrängt werden. Ja, aber das glaube ich, das ist wirklich so. Natürlich freuen sich Menschen mit einem Minderwertigkeitskomplex. Mein Musikwunsch! Wolfgang Ambros, Minderwertigkeitskomplex. La 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 la. Das war jetzt spontaner Musikwunsch. Liebe Geburtstagskinder da draußen, ich weiß gar nicht, ob unter unseren Fans heute Geburtstagskinder sind. Der David hat einige... Podcast kann man jeden Tag hören. Ja, aber beim Veröffentlichungstag. Mal sehen, ob da einige Geburtstagskinder drunter sind. Mal sehen, wann der rauskommt. Der David hat ja einige Party-Tipps für euch, liebe Geburtstagskinder. Erzähl doch, du willst die ganze Zeit was von Partys erzählen? Jetzt. Ach so, jetzt Partyplanungskomitee mitgebracht. Bist Nochmal. Du Teil des Partyplanungskomitees? Nee, ich bin so quasi so ein bisschen so darüber, der Strippenzieher des Partyplanungskomitees. Das heißt, du wirst angerufen, wenn gar nichts mehr geht. Oder wenn alles läuft. Die besten Strippenzieher werden ja Strippenzieher. Die werden auch zu Partys angerufen. Strippenzieher, ja. Die besten Strippenzieher werden ja nur angerufen, wenn es nicht läuft. Mhm. Haben sie natürlich dann die Arschkarte. Dann brauchen sie eine knaller Idee. Ja. Und die hast du jetzt für unsere Gäste, Zuhörer. Nee, habe ich nicht. Nee? Nee, weil Partyplanung ist ja so vielschichtig. Ist ja nicht einfach so, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren. Da muss man sich ja viel mehr Gedanken haben. Du musst dich auch immer an anderen Leuten richten. Wie gesagt, ich hatte es bereits erwähnt, Partyplanung ist wie Pokerspielen. Du kannst entweder, sagst du, ich gehe mit, also ich mache das, was irgendwie alle anderen Leute auch machen. Ja. Dann sagst du, wie zum Beispiel, was ich mache, du gehst raus, du lässt es einfach. Mit sowas habe ich nichts am Hut. Wenn du Dealer bist, musst du erstmal die Lage checken. Das ist auch wichtig. Oder... Du gehst all in. Dann sagst du, ich reiße die Bude ab, meine Party wird die beste von allen und miet mir eine Hüpfburg. Ja. Das geht. Ist preislich auch relativ locker machbar. Stopp. Da muss ich jetzt noch ein. Also es kam jetzt gerade sehr viel aus dir rausgesprudelt. So kennt man das nicht, so will ich das Spiel auch nicht spielen. Deswegen nochmal eine kurze Nachfrage. Wie kamst du denn von all in, von der besten Party aller Zeiten zu Hüpfburg? Das klang sehr zwingend, als wäre das eine ohne das andere nicht vorstellbar. Ist das so? Naja, jetzt überleg mal, du machst jetzt eine Feier und was ist jetzt das? Die gute Geburtstagsparty, darum geht's ja, eine gute Geburtstagsparty. Naja, und wer feiert Geburtstagsparty? Kinder feiern Geburtstagspartys. Und Erwachsene. Naja, ich sag's Lebende mal so. Lebende und Tote. Partypartys. Europäer, Afrikaner, Asiaten, ja, Amerikaner. Unter denen sind auch Kinder tatsächlich, unter all diesen Menschen. Und für die wird ja meistens, weil die freuen sich ja noch so, und dann wird dann hier eine Kinderparty gemacht. Ja, aber und dann können die sich austoben. Aber was meinst du, wie viele unserer Zuhörer sind Kinder? Ich hoffe keiner. Ich hoffe wirklich keiner. Also wir haben die Altersbeschränkung aufgehoben, aber nur nach oben. Absolut. Wie viele unserer Zuhörer, denkst du, sind 99? In Begleitung ihrer Eltern. Absolut. Und feiern immer noch Geburtstage. Weil sie es einfach nicht lassen können. Ja. Es gibt doch diese Partyhengste. Diese Partyhengste, die jeden Halbrunden ihrer Geburtstage feiern müssen. Das sind auch Minderwertigkeitskomplexe, das sag ich dir. Und es gibt diese Menschen, ich schaue keinen an, im Studio, die überhaupt nicht feiern wollen. So oder so nicht. Ja, und dann gibt es Leute,
die nicht selber feiern wollen, aber immer mitfeiern wollen. Also dann anderen Leuten Geburtstagspartys machen. Oh, da neige ich dazu. Das sind die Allerschlimmsten. Da neige ich dazu. Das sind sympathische Kerle. Und die mieten dann auch für andere Leute mal eine Hüpfburg. Die sagen, 30 Euro eine Einmann-Hüpfburg kann man ja machen. Gibt's? Ja, du hast da recherchiert? Ja, das ist ja für zwei Kinder. Aber ich sage mal, zwei Kinder sind ja ein erwachsener Mensch. Ungefähr ist es, gewichtsmäßig. Ist es so? Ich dachte, es ist so eine feststehende Regel. Wie, oder? Also, das wusste ich nicht. Also, zwei Kinder sind immer ein Erwachsener. Fünf Ecken sind ein Tor, sagt man auch. Sagt man auch, ja. Ja, schon. Schütze holen. So, und dann gibt es natürlich auch das Größte dann für so 20 Kinder oder 10 Erwachsene. Wie viel kostet das denn? Das ist dann 130 Euro pro Tag. Das ist sehr wenig. Das ist extrem wenig. Ja, und dann musst du aber noch, wenn du schaust, wenn halt dieser Veranstalter ein bisschen weiter weg wohnt, dass dann irgendwie Anreise oder was weiß ich. Anreise, Aufbau. Jetzt klingt das Ganze ein bisschen von der Firma. Ja, ja, da sind im Kleingedruckten sind auch viele, viele Kosten versteckt. Mhm. Das Krasseste, wo ich mal als Kind bei einer Party war, was es da gab, da hatten die Eltern waren auf einem Tennisturnier. Ja, im Kegelverein zusammen. Mhm. Die haben eine Piñata gebastelt. Macht man das in Deutschland? Ja, Piñatas basteln habe ich noch nie erlebt. Ja, aber nicht so, wo man mit dem Stock draufhaut, so alle, sondern da war eine Bombe drin. Und zwar musste man mit so einem Hochenergielaser, musste man da draufhalten und auf so einen speziellen Punkt und dann ist die halt explodiert. Und ich hatte unfassbar Angst davor. Also die Explosion war da nicht so groß. Ja, klar. Aber das Ding hat es halt zerfetzt einfach. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich jetzt weiß, dass Privatleute sich Bomben basteln. Wenn auch nur für Kindergeburtstage, aber sie wissen ja offensichtlich, wie es geht. Wahnsinn. Also ich muss sagen, solche abstrusen Sachen habe ich nie gemacht. Ich muss aber auch sagen, meine große Partyzeit ist auch längst vorbei. Ich bin eigentlich mehr so der Schenker. Also ich bin jemand, der schenkt einfach sehr gerne Menschen. Ein Lächeln schenke ich vielen. Jede Woche schenke ich meinen Freunden am anderen Ende der Leitung ein Lächeln. Dir nie. Du schaust immer rein, blöd aus der Wäsche schaust du immer. Ich schenke irrsinnig gerne Dinge. Und da muss man ja kreativ sein, oder? Sonst, ja, darüber haben wir uns ja auch mal unterhalten. Sonst kann es passieren, und jetzt kommst wieder du ins Spiel, dass die Beschenkten das Geschenk gar nicht annehmen. Ist dir schon passiert? Dass mir jemand Sachen geschenkt hat, die man da nicht angenommen hat. Ja. Ja, wenn man das schon mal hat zum Beispiel. Mir wurde zum Beispiel, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, während eines Geburtstages mehrfach das gleiche große Spielzeugset, ich will jetzt keinen Markennamen nennen, geschenkt, ein Kindergeburtstag, und ich habe es trotzdem dankbar angenommen. Nein, du bist ein nettes Kerlchen. Absolut. Hast du von den Eltern schön eine hinten drauf bekommen. Ja. Und dann hast du es auch angenommen. Ja, absolut. Absolut. Ich habe ein paar Kreativgeschenke, die ich heute ein bisschen vorstellen will. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wir machen hier ja auch ein bisschen Service. Ja, und du hast ja mal schwer geschimpft. Also das war, glaube ich, deine größte Tirade jemals im Podcast. Erzähl. Wo du über Geschenke geschimpft hast. Absolut. Einfallslose Geschenke. Es werden so viele einfallslose Geschenke geschenkt. Zum Beispiel zweimal die gleiche Lego-Packung. Jetzt habe ich es doch gesagt. Kreativ. Kennst du zum Beispiel einen Schmunzelstein? Willst du vielleicht ein bisschen mutmaßen, was man sich unter einem Schmunzelstein vorstellt? Schmunzeln tust du nicht, deswegen kannst du es nicht, oder was? Kommt jetzt. Das habe ich als Kind habe ich oft Steine verschenkt. So angemalt. Angemalte Steine. Da hat er doch schon gleich seine... Seine Berufung gefunden. Du bist ja nämlich der Kreative hier. Das stellt sich jetzt hier so langsam raus. Das kommt jetzt hier so langsam zum Vorschein. Richtig, es ist ein hundsgemeiner Stein, also ganz normal, ja, hundsordinär, und ein Wald- und Wiesenstein, und dann pinselt man ein Lachgesicht drauf. Ja, meistens ja nicht mal ein Wald- und Wiesenstein, meistens einer irgendwie so aus dem Vorgarten noch genommen, weil man es vergessen hat. Absolut. Wie ein Elternteil Geburtstag hat und dann schnell irgendwie mit Wassermalfarben irgendwie... Aber mit gesunden, wichtig. Man will ja niemanden schleichend vergiften, dem man eigentlich was schenken will. Der soll ja nicht am Stein nuckeln. Der soll den sich irgendwo aufs Fensterbrett stellen. Ja, und ein knalliges Gesicht. Und dazu schreibt man, es muss ja der Schmunzelstein sein. Es ist ja nicht irgendein Stein mit einem Lachgesicht drauf. Nee, der Schmunzelstein. Dieser Stein soll es sein. Oh, reibst du jetzt? Nein, ich weiß, ich hatte jetzt schwer mit einem Reim gerechnet. Wir schenken einen Schmunzelstein. Ja. Er kann gar nichts und ist sehr klein. Und schon hat man Lachen, ja, von dem Geschenken. Nein, weinen hat man nicht. Man hat einen Schmunzelstein, von dem hat man ja auch was. Den kann man bei so Prüfungen zum Beispiel mitnehmen und sich den in die Tasche geben.
Und dann bringt er einem Glück. Man muss den ja nur sozusagen psychologisch aufladen, dass er sowas kann. Wenn man irgendwie schnell raus muss und die Tür ist versperrt oder so. Geht auch. Notfalls kannst du den Schmunzelstein zu einem Steine-Schmeißen-Stein umwandeln. Auch gegen Staatsmacht, die einem nicht gefällt. Das geht, das funktioniert. Toll. Ja. Ein reiner Schmunzler. Ja. Und du merkst auch bei diesem Geschenk, du merkst meine Taktik. Ja? Die Verpackung ist das A und O. Wenn du nämlich einen Stein aus dem Garten nimmst, ne, ist es einfach nur ein Stein. Dann malst du ihn an, dann ist es ein Stein mit einem Gesicht. Und dann schreibst du noch ein Gedicht dazu. Et voilà, du hast einen Schmunzelstein. Das perfekte Geschenk. Ja, aber schwierig, also wie ich das Gedicht dann ranbringe. Weil wenn ich das meistens irgendwie so zusammenrolle und dann mit so einem Band da um den Stein mache, dann hält es oft nicht, dann ist die Farbe noch nicht trocken. Man schreibt es hinten drauf auf den Stein. Bam. Das schreibt man auch noch auf den Stein. Hinten drauf. Das ist ein Riesending. Ja, das ist ein Backstein. Ich habe ja von der Größe aus dem Gemäuer gezogen. Von der Größe habe ich ja nichts gesagt. Also, ich habe noch ein Beispiel. Willst du noch ein Beispiel hören? Ja, bitte. Eine Packung Nüsse. Ja? Wenn die Leute Allergien sind, also... Da muss man sich informieren vorher. Das sehe ich ein. Da muss man sich aber informieren. Aber oft kennt man ja die Leute gar nicht, auf die man auf Geburtstage eingeladen ist. Ich kenne die eigentlich immer alle. Ja, aber dann hast du ja keine Probleme. Ich dachte, du pitcht jetzt Geburtstagsgeschenke für Leute, die nicht genau wissen, was sie schenken sollen. Nein, ein paar kreative Geschenke. Einfach kreative Geschenke, die man relativ mit wenig Aufwand, auch finanziell, einfach schenken kann. Ja, und zur Packung Nüsse gibt es dann irgend so ein untenrum Gedicht noch, oder? Da gibt es noch ein Gedicht dazu, du hast recht, aber ohne untenrum. Ja, ein bisschen untenrum. Na, nein, eigentlich ist es ein Tapferkeitsspruch. Na, bitte, wenn wir eine Sache brauchen, dann ein Tapferkeitsspruch. Ehre und Tapferkeit, ne? Ja. Hier, auch im nächsten Jahr wird es ein paar harte Nüsse zu knacken geben. Siehst du? Und dann, bam, hast du Nüsse? Denkst du dir, das ist ja einfach eine Nusspackung. Dann kommt der Nussknacker oben drauf. Kann ich in den Supermarkt gehen? Nein, dann kommt noch dieses Gedicht, schön gestaltet. Achso, da ist kein Nussknacker oben drauf. Da ist doch kein Aber Nussknacker oben drauf. Aber das heißt, können die dann gar nicht knacken, die Nüsse? Die kann man dann mit einem, da kauft dann ein zweiter einen Nussknacker. Oder irgendjemand auf einer Party kann die bestimmt auch mit dem Pobacken knacken. Und das ist dann der Party-Gag. Ja, ich kannte einen, der konnte das immer mit seinen, der konnte alles knacken. Mit seinen Zähnen. Also mit den hinteren zwei. Mhm. Die hat letzten, auch beim die noch. Im James Bond-Film mitgespielt. Absolut, ja. Der Bond, ja, genau. Die 70er Jahre, meine Zeit. Oder. Ein letztes habe ich noch. Einen habe ich noch. Oder man arbeitet mit Marienkäfern. Die gehen immer bei Geschenken. Findest du nicht auch? Nee, ist halt zeitabhängig. So ein Maikäfer. Zeitabhängig. Nee, ein Marienkäfer, doch kein Maikäfer. Aber auch ein Marienkäfer hüpft nicht jetzt zum Beispiel zur Jahreszeit rum. Das ist jetzt auch nicht. Ja, ist ja egal, aber die kann man immer schenken. Die bringen gute Laune ins Spiel. Marienkäfer, nee. Willst du dich? Nee. Der Marienkäfer an sich ist instant kreativ. Verdeutlicht dir auch Alter. Marienkäfer? Ja, das wird ja immer behauptet, das wären Alterspunkte. Die Frage ist doch, woher kommt es, dass die Glück bringen? Habe ich recherchiert. Ich kann es dir sagen. Weil er so nützlich ist. Ein Blattläuseverzehrer. Und man hat früher, und da kommt auch der Name her, Etymologie, da ist es wieder, man hat gesagt, der Käfer ist ein Geschenk der Jungfrau Maria. Klack, klack, klack. Da kommt der Name her. Zusätzlich haben sich die 7 Punkte, weil die meisten Marienkäfer haben 7 Punkte tatsächlich, beziehen sich auf die 7 Tugenden der Jungfrau Maria. Na klasse. Ne? Es gibt noch viele Traditionen, die mit dem Marienkäfer zusammenhängen. Deswegen ist der Marienkäfer ein Instant-Kreativgeschenk zu Geburtstag. Kann man sich mal merken, kann man sich mal aufschreiben. Steht fest. Ich bin als Kind bei einem Marienkäfer-Schwarm gelangt. Ich dachte, ich bin bei Marienkäfern aufgewachsen. Aber ich komm, ja, das wäre fast so weit gewesen. Ja. Und seitdem meide ich die kleinen Kerlchen. Ich muss auch wirklich sagen, ich war an der Nordsee eines Tages. Uhu. Und plötzlich kamen über das Meer Tausende von Marienkäfern angeflogen. Ja, aus Dänemark. Auch, dänische Marienkäfer. Auf dem Friedhof war ich da. Und dann Tausende. Tausende. Die waren überall plötzlich. Und ich bin ja wirklich in der Albert-Schweitzerschen Schule, bin ich ja praktisch groß geworden. Zertrete nie ein Tier zum Scherz, denn es spürt auch du, wie du den Schmerz oder so ähnlich ging das doch. Mhm. Jedenfalls war ich in großer Sorge, irgendeines von diesen Viechern kaputt zu machen, während alle anderen lustig drauf losgestampft sind. Ja, so war das damals. Ich kann nichts dafür. Was für Leute bist du denn aufgewachsen? Nordseetouristen. Ich bin unter Nordseetouristen aufgewachsen. Schön. Ein Leben im Friesenherz. So ist es, ja. Doch, das war mein erstes Geburtstagsgeschenk. Der Friesennerz hat mir geschenkt.
Ja, solche tollen Erfahrungen und solche tollen Geschenke. Hast du nie gehabt, ne? Aber stopp, dann habe ich eins für dich. Ich habe heute ein kleines Geschenk vorbereitet für den David, weil er die ganze Zeit 91 Folgen hier mit durchgehalten hat. Es ist ja auch ein bisschen sein Geburtstag. Und deswegen gibt es heute ein ganz kreatives Geschenk für den David. Es ist eine Rubrik von uns. Du darfst was? Du darfst selber dir eine Party hier zusammenreimen. Der Boning. Dicke Socken. Milch. Der Boning. Haferflocken. Kondome. Der Boning. Saure Sahne. Honig. Der Boning. Mozzarella. Brötchen und Pommes. Der Boning. Süßes. Endlich wieder. Lange nicht gewesen. Ach, dich nervt der Boning, ja? Naja, es ist ein bisschen, wir müssen halt ein bisschen mit der Häufigkeit aufpassen. Das übersättigt halt auch. Gerade wenn man zu viel einkauft, sollte man auch lassen. Ja. Kaufsucht. Ja. Gefährlich. Oh, das ist gefährlich. Da würde ich wirklich mal drauf achten. Aber naja, dreimal in Folge, das geht schon. Beziehungsweise wir haben ja auch mal eine Folge Pause gemacht dazwischen. Also, wie macht man hieraus, ich zeige dir gleich den Zettel, eine gute Geburtstagsparty? Da ist der Zettel. Wie macht man hieraus bitte eine gute Geburtstagsparty? Habe ich gefunden, ich kann es dir genau sagen, auf einem fremden Autodach. Den wollten die wahrscheinlich noch gebrauchen. Nee, es sieht nicht mehr so aus, als würden die ihn noch gebrauchen. Beschreib doch bitte mal den Zettel. Ja, also der Zettel ist lachsfarben. Das ist eh schon mal ein Hinweis auf wirklich Party-People. Ja, weil die kaufen sich diese Blöcke, wo so Regenbogenfarben dran sind. Oh ja, das ist richtig. So ein Block ist es. Ja, du hast recht. Der ist schön viel geknickt, das gefällt mir. Oben noch eine Kante abgerissen, so habe ich das gern. Dann ist seitlich wurde der Stift nochmal getestet mit drei gezielten Strichen. Drei gezielte Striche. Oder da wurde der Schreiberling wurde vom Tisch gezerrt, wenn er geschrieben hat. Absolut, vom Kater. Folgende Dinge wurden aufgeschrieben. Kekse. Ich fand diese Atempause dazwischen, fand ich toll. Bist ja jetzt auch im Theater, ne? Kohlrabi. Mhm. Futter. Futter fand ich gut. Und Marmelade. Gelb, in Klammern. Ja, gelb finde ich auch gut, das ist so ja, unbestimmt. Das ist für Leute, die nicht genau... Die genau wissen, dass das, was draufsteht, nicht drin ist. Absolut. Wie kann man aus diesen, was sind es, 5, 4, 3, 2, 1, 4 Zutaten eine gute Party feiern? Ich sag mal, Futter ist ja so ein bisschen unbestimmt. Das ist ja der Joker. Aber ich glaube, Futter soll, glaube ich, ein Haustier zufriedenstellen. Kann das ja sein? Ja, ach. Ja, nee, wie ach? Könnte ja sein, dass die da... Babynahrung. Ja, nee, die haben... Hallo? An ganz schlechten Tagen, glaube ich. Wenn das Baby nach 3 Tagen immer noch durchschreit, dann schreibst du irgendwann Futter für das Balk. Weißt du? Dann musst du ja irgendwie... Aber dann schreibst du es weiter... Klarkommen. Dann schreibst du es weiter oben hin. Weil es wichtig ist. Ja, weil es wirklich... Ja, es kann ja vielleicht auch einen Keks einspeicheln, so ein Kind. Das ist aber toll. Ja, jetzt sag mal, Kekse welche Party? Welche Party? Ja. This party never stops. Es ist natürlich ganz klar, du nimmst eine große Menge so von diesen ganz, ganz unten im Regal, diese billigste Butterkekse, die du kriegst, wo du so richtig viele Butterkeks? Hast. Butterkeks? Ja, ja, kenne ich. Und die legst du aus, so ganz viel, so quasi den Boden voll mit Butterkeksen. Du musst auch aufpassen, wo du hintrittst. Wie bei ja, Marienkäfer. Und dann machst du mit der gelben Marmelade, machst du dann da so zwei Schneisen rein, so labyrinthartig. Mhm. Und eine Ecke machst du dann so einen kleinen Haufen Kohlrabi und in die andere Ecke machst du so einen kleinen Haufen Punkt, 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 oder was? Tierfutter. Ah, Tierfutter. Und, das ist eine komische und Party. Dann lässt du Leute so topfschlagenmäßig, lässt du da so durchlaufen, die können immer auf die Kekse hauen. Und das kackt dann so was die ganze Zeit. Was ist das denn für eine Party? Bin ja, es ist so ein bisschen, und dann zum Schluss sind so, alle Leute sind voll mit Essensresten. Ja. Und wenn sie in die falsche Ecke gelaufen sind, sind sie auch voll mit Tierfutter und dann kann man sich das gegenseitig vom Körper naschen und so. Dann wird's aber, also dann ist weniger Geburtstag als vielmehr einfach, also Geburtstag ist weniger Club. Soll es ja auch geben. Ja. Gibt ja auch wunderbare Geburtstage. Die machen im Unternehmen viel zusammen. Das sind so eingeschworene Gruppen. Ja, die verreisen auch nach Mallorca. Ja. Die kennen sich, wie sagt man, von innen und von außen, sagt ja man, ne? Ja. Dicke Socken, Milch, der Boning, Haferflocken, Kondome. Der Boning. Saure Sahne, Honig. Der Boning. Mozzarella. Brötchen und Pommes. Der Boning. Süßes. Mann, Mann, Mann. Aber ich finde ja insgesamt, um das Thema mal zu beenden, Geschenke sind nicht die wichtigste Sache am Geburtstag. Es sind die Menschen. Da würdest du mir jetzt lautstark widersprechen, aber... Naja, doch. Die Eltern zum Beispiel, ohne die wären wir ja nicht geboren worden. Ja. Oder ja. Der Doktor, Onkel Doktor. Onkel Doktor. Die Hebamme. Ja.
Genau. Ich habe ein Einladungsprinzip entwickelt, den sogenannten Wedding Birthday. Erstmals im alten Berliner Arbeiterbezirk ist der erfunden worden. Ich habe ihn weiterentwickelt. Wie heißt der nochmal? Der Wedding Birthday. Alles klar. Ja. Also, du kennst ja diesen Spruch zur Hochzeit, ne? Nee, ich bin auf keinen Hochzeiten. Du tanzt auf keine Hochzeiten. Verbot. Hochzeitsverbot. Man bekommt von den Gästen zu einer Hochzeit etwas Altes, etwas Neues, etwas Blaues, etwas Geborgtes und etwas Blaues. So, und der Wedding Birthday in dem alten Arbeiterbezirk, der wandelt das Ganze zu einer Geburtstagsparty um. So, etwas Altes. Wir wollen einfach öfter Sachen verschenken. Man lädt etwas Altes ein, zum Beispiel ja, die Oma oder den Opa. Oder zur Not geht man ins nächste Altersheim. Die brauchen Aufmerksamkeit, die wollen Liebe, ja, die sind meistens auf Entzug. Und die muss man auch nicht mit einladen, sondern einfach ins Auto einladen, verstehst du? Nicht mit irgendwie... Ach so, die müssen gar nicht dabei sein. Die müssen dabei sein, die lädst du ins Auto ein. Ja. Verstehst du? Ja. Das sind ganz wichtige Ingredienzien für eine Hochzeit. Für eine Hochzeit, sage ich schon, für einen Geburtstag. Und dann gibt es was Geborgtes. Ist etwas Neues. Etwas Neues, was ist das denn bitte? Der ist ein Säugling dann. Ich finde, etwas Neues muss jemand Unbekanntes sein, den du zwingend auf der Straße ansprichst. Dann ist er auch neu für dich. Verstehst du? Muss ja nicht jung sein. Er muss ja nur neu sein. Du sprichst jemanden auf der Straße an und sagst, wir haben eine Geburtstagsparty zu feiern. Auch in dem Ton bitte. Und dann lockst du ihn in deine Taverne, was weiß ich, wo du halt Geburtstag feierst. Und dann hast du etwas Altes und etwas Neues. So, etwas Geborgtes, was hast du jetzt? Sklavenmarkt. Das ist Sklavenmarkt. Wirklich... Ja doch, Sklavenmarkt, sagt er. Ja, aber gab es im Wedding, auch im 19. Jahrhundert, schon noch Sklavenmärkte? Ich glaube nicht. Etwas Geborgtes. Also aus dem 19. Jahrhundert ist diese Tradition, ja. Ja, ja. etwas Geborgtes ist im Zusammenhang mit dem Wedding nicht ganz weit entfernten Berliner Stadtgefängnis Moabit zu sehen. Und zwar nimmt man Freigänger. Die sind nämlich nur geborgt, die müssen abends heim. Die können dann auch nicht so viel trinken und Rabatz machen und unleidlich werden, wie man sagt, ja, bei Strafgefangenen. Aber feiert man nicht eher abends? Ja, aber die, ja schon in die, ja, die müssen vielleicht um 8 heim und man fängt um 6 an. Dann hat man 2 Stunden noch was Geborgtes da und dann muss der aber auch schon wieder nach Moabit. Das ist was für alte Leute aus dem Wedding, die kennen sich da einfach aus. Nee? Weiß ich nicht. Kein nicht Stress so gutes, daheim. Nicht so ein gutes Menschenbild. Was? Das Geborgte findest du nicht so gut? Nee. Alles andere würdest du unterschreiben bisher. Insgesamt finde ich das schwierig. Warum? Ich meine, dann sollen die Leute eingestehen, dass sie keine Freunde haben und halt nicht feiern. Aber jetzt dann so ein Füllefanz da drum machen und Leute aus dem Altersheim kamen. Es ist ein Einladungsprinzip. Es ist ein gutes Einladungsprinzip. Und dann jemand blauen. Nee, es ist Wedding. Ja, es ist Polizei. Der Arbeiterbezirk. Jemand roten. Hier ist die Abwandlung, weil Wedding, ne? Man nimmt zum Beispiel eine schöne 1. Mai-Flagge, die gibt es im Wedding noch häufiger heute. Oder in Abwandlung gibt es im Wedding auch sehr häufig die türkische Flagge. Gibt es eigentlich fast noch häufiger heutzutage als die 1. Mai-Flagge. Also, oder jemanden, der schnell rot wird. Die Zora zum Beispiel fiel mir da ein. Ist das ein gutes Einladungsprinzip? Du hast gerade schon widersprochen. Würdest du dich da dran halten? Ich habe es erfunden. Ich habe es weiterentwickelt. Ich habe den Wedding Birthday weiterentwickelt. Ich habe den sozusagen auf ein neues Niveau gebracht. Selbstverständlich würde ich mich da dran halten. Und ich will auch dieses Jahr meine Geburtstagsparty so feiern. Angelehnt an den Wedding Birthday. Da muss aber man, das ist ja nicht schlecht. Ich habe aber leider keine Omas und Opas mehr. Ja, du kannst ja auch irgendwie so Leute verkleiden vielleicht. Das ist dann so Motto-Party-mäßig. Doch, du wärst das Rote. Du wirst schnell rot, David. Ach so, ist dir das nee, ich dachte, nein, ich habe keine Fahnen. Nö, aber rot kann man ja zum Beispiel dich rot anziehen. Mit roter Reizwäsche. Mit roter Reizwäsche. Ach so. Hast ein bisschen Angst. Na dann. Mit roter Reizwäsche kann man dich ausstatten. Findest du nicht? Findest du nicht gut? Geht so. Merk schon. Nur ein Neujahr eigentlich. Es gibt ja auch Kulturen auf diesem Erdenrund, die besondere Geburtstagsbräuche haben. Zum Beispiel, sag mal, im Vietnam feiert man gar keinen Geburtstag. Da entlaubt man Wälder. Feiert man gar keinen Geburtstag, sondern alle feiern gemeinsam Geburtstag an Neujahr. Was? Ein TET-Fest. Das ist ja richtig gehen doof. In die TET-Offensive. Absolut. Am Neujahr. Das ist ja richtig doof. Und feiern alle zusammen. Ja, das ist so ein bisschen so Gleichmacherei. Aber man muss sagen, lange Jahre, bis heute hat Vietnam immer noch Probleme, ganze vollständige Familien zu besitzen. Deswegen ist, glaube ich, dass man im Familienkreis feiert, nachvollziehbar bei dieser Geschichte.
Ja, es tut mir leid, aber es ist so. Das ist ein Neujahrsfest. Und da gibt es zum Beispiel auch das speziell, dass man so Glücksrituale hat, dass man sagt, der erste Mensch, der bei dir nach Hause kommt, muss jemand sein, der dir Glück bringt und der im letzten Jahr Glück hatte. Und deswegen gibt es Leute quasi, die professionelle Glücksbringer sind. Weil die und Glück hatten im letzten die hatten, Jahr. Die laufen dann quasi einmal durch die komplette Nachbarschaft. Wer ist das so? Über die Türschwelle. Das sind so Unfallopfer, die aber... ja, weiß ja nicht, wie die heißen, aber... Ja, aber also was heißt Glück? Ne? Was heißt schon Glück? Könnten wir mal eine ganze Folge füllen. Also, so, es gibt ja dieses materielle Glück. Das sind Glücksritter. Die sind halt zu Geld gekommen, weil sie an der... Na, aber das ist ja dann auch kein Glück, wenn sie investieren irgendwo, wo sichere Rendite herrscht, weißt du? Das ist ja kein Glück. Ne? Glück ist ja dann... Glück. Ist schwierig. Hast du zum Beispiel das Gefühl, ich hatte früher Gefühl. Ich habe seit Jahren kein Gefühl mehr. Hast du das Gefühl, ich habe jetzt Helium? Nein. Hast du das Gefühl, dass du an deinem Geburtstag, direkt an deinem Geburtstag, mehr Glück hast als andere? Ich hatte das jahrelang. Nein. Aber ich neige auch, ich bin zu gänglich für so Übersinnliches und Paranormales. Ich würde eher sagen, dass ich da mehr Unglück habe. Ja, an deinem Geburtstagtag? Ja. Legst du dich still auf den Boden? Naja, das geht ja nicht. Man wird ja auch ständig angerufen von irgendjemandem, der irgendwas von einem will. Und dann sagt man irgendwie, was weiß ich, dann ist man 12 geworden oder so. Dann wird zum 13. Geburtstag, wird dann gratuliert, weil es ja das 13. Lebensjahr ist. Haha. Macht man das so, ja? Ja, ja. Bäckerdutzend ist es, die 13. Jetzt hat er es gemacht. Er wollte schon seit Wochen das Bäckerdutzend hier reinbringen. Und als vorletzten Satz hat er es getan. Denn der letzte Satz ist folgender: Wir wünschen euch eine wunderschöne, gute Woche. Feiert schön, kommt schön in ein neues Lebensjahr. Ne? Und wenn ihr mal einen Marienkäfer seht, einfach tot trampeln. Tschüss! Trennt euch bitte.